So, wunderschönen guten Tag. Heute ist Mittwoch, der 3.7.2024. Ja, ganz herzlich willkommen hier zu einem weiteren Video auf unserem Kanal. Heute befinden wir uns hier in Calamillo in der neu gestalteten Fußgängerzone. Wir haben gerade unseren Mietwagen zurückgebracht, sind jetzt hier runter in Richtung Strand und dann hast du ja sozusagen nach der ersten Strandreihe, beziehungsweise nach der Promenade, bist du dann hier in der Fußgängerzone und wir schauen uns das mal ein klein bisschen an und nehmen euch einfach mal mit. Und hier, ja, der Fußboden sieht auch ein bisschen besser aus als das, was wir jetzt in Tacoma gemacht haben, weil die einzelnen Fliesen hier sind nochmal so kleine Fliesen. Ich glaube, das war da nicht. Da unten hat man dann die Strandpromenade und den Strand. Ich weiß gar nicht, ob hier jetzt jedes Geschäft schon auf hat. Wir haben es jetzt 14:37 Uhr. Schön hier mit den Pergolas. Ich höre so ein bisschen Musik, aber das kriegen wir, glaube ich. Glaube ich. Ein Parfümgeschäft. Sieht aus wie ein Rossmann. Sieht so ein bisschen aus wie ein Zarek. Musik ist doof. Okay. Ja, ist das so ein Pfeil gewesen? Ja. Ja, der Pfeil sagt, dass du in die andere Richtung gehen musst. Aber da ist ja unser Hotel. Unser was? Unser Hotel. In die Richtung. Ja, das stimmt. Abends ist es bestimmt schön, wenn es alles so beleuchtet ist. Nee, die macht wahrscheinlich auch erst nachher auf. Oder? Jetzt sind ja hier noch nicht so viele Menschen. Guck mal, da kannst du mit der Kutsche fahren. Hm? Ja, wir sind ja nicht mal am anderen Ende losgegangen. Ich weiß ja nicht, wie weit das in der anderen Richtung auch noch gewesen wäre. Wo? Ach so, ja? Ja. Zwilling. Ja. Guck mal hier, alles Rabatte. 50%. Haben sie da vorhin auch oder gestern im Radio gebracht, ne? Mhm. Sommerschlussverkauf losgeht. Mhm. Überleg mal, es ist der 3.7. und die machen Sommerschlussverkauf. Mhm. Naja, aber wer kauft denn bitte schön am Ende des Sommers? Ja, das heißt es eigentlich Sommerschluss, weil der Sommer dann langsam zu Ende ist. Guck mal, wir sind schon wieder beim alten Bereich. Hm? Ja, Tatsache. Und da gibt's alles. Kostet eine Bola. Musst du mal gucken, was ein Bola kostet. 3x2. Mallorca. Ach, Kinder Mallorca. Taxi. Hey. Hier ist ein Mützensticker. Auch, dann kannst du einen Teppich aussuchen und dann kannst du sagen, dass da was da drüber draufstehen soll. Hello Kitty. Und dann steht da Hello Kitty drauf. Da steht da alles drauf. Dennis Weltweit. Das ist cool, ne? Wo hatten wir in Lademuro. Euronen. Ja, das ist ein ganz guter Preis. Dann finde ich auch für einen Fünfer. Wir haben jetzt einen Laden gefunden, da kosten die Handtücher, diese ganz einfachen, die ich euch neulich schon gezeigt habe, sogar nur 4,50 Euro.
die Borla. Im Laden keine Musik ist, sondern irgendwann mit dem Auto. Oder doch im Laden. Oh Mann. Vor allem für uns arme Deutsche. Ich hätte schwören können, dass es ein Helmut ist. Bleche? Mhm. Ach, solche, ja. Blechladen. Ich höre schon wieder Musik. Ich höre immer nur Musik. Naja. Das ist wahrscheinlich der Oberhelmut gewesen. Wo man hingeht, kommt aber auch Musik an. Jetzt kommt der Wind. Zwölf? Hast du 12 gesagt? Ah, die hört schon wieder nichts. Oh, hier ist ein Zarek, ich werd verrückt. Ich will das Mallorca-Zeug haben. Aber nicht das. Hier gibt's Hello Kitty. Ist das wenig oder viel? Nee, ist das viel? Wo ist denn das Mallorca-Zeug? Nest. Hier müssen wir gleich mal einmal rein. Hier ist es auch nicht. So, ich hab's gefunden. Die Mallorca-Duft. 5 Euro. Naja, man kann es aushalten. Das ist ein Zebrastreifen. Können wir das mal wegschmeißen. Surprise, surprise, surprise. Hier ist noch ein SW. Ich glaube, ich habe hier 3 Stück mindestens gezählt. So, wir kommen jetzt hier an die Promenade von Cala Mayor. Und wieder das Wasser, ne? Karibik, Türkis, ein Wahnsinn. Genau gegenüber haben wir wieder die Sa Punta del Mar, das Naturschutzgebiet. Ja, wie gesagt, kann man ja von beiden Seiten hier anlaufen. In die Richtung geht's nach Calabona. So, ich weiß gar nicht, wo die Frauen jetzt schon wieder abgeblieben sind.
Tja, ich hoffe, die sind nicht in die falsche Richtung gerannt. Ich weiß wirklich nicht, wo die sind. Tja, dann müssen wir nochmal einen Break machen. So, ich habe die Frauen wiedergefunden. Eigentlich kann man sowas nur alleine machen. Ja, wir haben es jetzt gleich 15 Uhr, also eigentlich beste Badezeit. Und ihr seht es ja auch, der Strand ist voll. Ziemlich voll. Geht noch voller, aber... Aha, was sehe ich denn da? Weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Hier kostet ein paar Schirme. Oder die Schirme mit zwei Liegen 14 Euro. Das ist schon okay. Das haben wir ja schon viel teurer gesehen. Das Meer sieht schon gut aus. Hier ist ja nirgendwo Seegras. Ey. Richtig perfekt heute. Die blaue Flagge weht für perfekte Bedingungen. So, jetzt wollen wir mal wieder ein bisschen auf die Frauen warten. Was ist denn hier so? Ja, da bestimmt. Das ist wie der Hamburger Fischmarkt rumläuft. Er ist ein toller Typ. Den Schwan, ey. Die machen da laute Musik. Und da die Bar hat sowieso Musik. Wir müssen da hoch. Wir können hochgehen, wo wir wollen, aber da ist Musik. Nein, 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 wir müssen hier hoch. Ja, wir können hochgehen, wo wir wollen, aber... Oh, Schatzi! Mann, oh Mann, oh Mann. Weil da so viel Musik ist. Genau, weil da die Musik spielt. Und hier ist ja eh... Wir müssen uns ein bisschen... Wir müssen gar nichts. 5 Uhr war ausgemacht. Ja und? Dann können wir das trotzdem schon früher. Und 20 Minuten später kommt noch ein Bus. Ja, 20 Minuten. Macht einen Unterschied.
Ja, aber ich fange hier nicht an zu hetzen. Ein bisschen gehen wir noch in der Fußgängerzone lang. Deswegen, dein Kartennet muss noch ein bisschen sich umorientieren. Wer? Mein Bademeister? Deine Karten-App. Ach so. Ja, warte. Ja, musst du selbst verpflegen wahrscheinlich, ne? Das willst du ja im Urlaub nicht. In meinem Sommerurlaub nicht. Nein. In meinem Abseitsurlaub vielleicht. In meinem Abseitsurlaub. Einmal will man sich bedienen lassen. So, wir sind wieder in der Hauptfußgängerzone. Ja, ganz schöne Dämse. Klimper ein wenig. Schön hier. Jessie hat gesagt, wir müssen unbedingt da lang gehen, wo Georgie lang gegangen ist. Von Georgies Kanal. Ich kann mir vorstellen, wie das hier nachher voll ist, wenn es abends wird. Ja, sind die Leute noch alle am Pool oder am Strand oder keine Ahnung. Und dann spätestens nach dem Mittagessen, nach dem Abendessen, dann dürfte es so richtig losgehen hier. Schön aus, ne? Ich meine, wie das beleuchtet bestimmt schön aussieht. Oder unten auch Lichter überall dran. Willst du das mal nehmen, Schatzi? Ja, das ist mir egal. Da gibt's Only. Da hat eben gerade ein Blazer für 25 Euro. Ein Blazer? Was, zu Hause? Für 20 hätte ich ihn gekauft. Nope. Müssen wir jetzt zurückgehen wahrscheinlich, ne? Ich sage, der nächste fährt jetzt 20 Minuten später. Wo sind hier Only-Sachen? Schatzi hat heute ein richtig geschicktes Kleid an. Wir müssen noch 30. Weiter hier runter. Schatzi, jetzt mal 30. Ja, war auch nicht so schlimm, sagst du. Guck mal, hier sind wir doch runtergekommen. Der Bus muss ja noch weiter sein. Nein, der Bus, also da ist ja klar, als wir ausgestiegen waren, um das Auto zu holen, mussten wir doch erstmal noch in die Richtung. Aber wir können auch diese Bushaltestelle nehmen. So? Nee. Ja doch. Ja, könnte man bestimmt. Die ist jetzt am nächsten. Genau der gleiche Tour. Wir versuchen die Haltestelle zu nehmen, wo wir auch ausgestiegen waren. Hier läuft schon wieder irgendeine andere Musik, die wir nicht hören wollen. Ja, egal, wir wollen unsere Musik hören. Rent the Bike. Ein bisschen weiter links. Obwohl, links kommt auch Musik. Ich weiß nicht, wo jetzt mehr Musik kommt. Nur wieder weiter nach rechts. Alter Mann, nach links. Und hier ist ein Sparmarkt nach dem nächsten, oder?
Das ist schon ein Wahnsinn. Hier ist wieder dieses Zarek-Laden. Schon wieder ein Zarek-Laden, ja. Gibt's ja wohl nicht. Ich hab ja auch einen. Ja, wieder ein Zarek. Haben die das Mallorca-Zeug draußen stehen? Guck mal, da gibt's eins wieder. Ja. 1,50 muss man einstecken, ne? So, eine Straße geben wir noch und dann können wir hochgehen. Okay, dann ist das ist nämlich gut. Das ist nämlich gut, weil dann sind da eine andere Haltestelle. Ja, das wäre dann unser. Da, schon wieder ein SW. Junge. Ist ja die ganze Zeit die gleichen Läden. Ich glaube, das ist dafür, dass man nicht so weit gehen muss. So, da unten haben wir wieder den Strand. Oh, steht ein Krankenwagen quer. Was ist da passiert? So, damit wir rechtzeitig bei uns im Hotel sind, müssen wir das Video jetzt beenden, weil wir sonst unseren Bus nicht kriegen. Ich hoffe, ihr habt trotzdem so einen kleinen Eindruck da gekriegt, wie das hier in Cala Mayor ist. Sowohl am Strand als auch in der neu gestalteten Fußgängerzone. Tja, damit sagen wir, dass wir immer, wir hoffen, wir sehen euch bei einem unserer weiteren Videos wieder und bis zum nächsten Mal. Tschüss.